Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Tat eine Herausforderung auch für die Kolleginnen und Kollegen. 500 Seiten in 5 Minuten. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, das, was wir vorgelegt haben, sind Schritte für eine modernere, für eine familiengerechtere, für einen attraktiveren öffentlichen Dienst und eine attraktivere Verwaltung. Wir haben Vorschläge zur Flexibilisierung von Arbeitszeit. Wir haben die Freistellungsregeln verbessert. Wir haben einen grundsätzlichen Anspruch auf die Rückkehr aus Teilzeitbeschäftigung und Urlaub aus familiären Gründen. Wir haben das Sabbatical ausgebaut und wir haben ermöglicht, dass Anwärterinnen ihre Ausbildung in Teilzeit absolvieren. Wir haben den öffentlichen Dienst mit unseren Vorschlägen ein Stück weit gerechter gemacht. Abschaffung A3 und A4, der Kollege Stotko hat das erwähnt, die Erhöhung der Kleidergeldzulage, die Gefahrenzulage, alles Maßnahmen für eine Gruppe, die für uns wichtige Aufgaben macht. Und mit der Wiedereinführung der Jubiläumszulage haben wir für den öffentlichen Dienst insgesamt auch Anerkennung zum Ausdruck gebracht und Gerechtigkeit walten lassen, den öffentlichen Dienst gerechter gemacht. Wir haben Personalentwicklung und Fortbildung sowie behördliches Gesundheitsmanagement festgeschrieben, ein Riesenfortschritt. Und wir haben als unverzichtbares Element einer modernen Personalverwaltung auch die Karrierechancen für Frauen verbessert mit der Einführung einer Zielquote. Und meine Damen und Herren, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich heute Morgen die Rheinische Post aufschlug, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass im Jahr 2016 so eine Schlagzeile noch mal auf dem Titel einer großen Tageszeitung in Deutschland kommt. Die Schlagzeile lautet: NRW diskriminiert Männer. Die FDP hat das behauptet. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat immer wieder, beispielsweise im Rahmen der Hochschulgesetzgebung, ich habe das damals als Mitglied im Wissenschaftsausschuss mitbegleitet, wo wir das Kaskadenmodell eingeführt haben, wo genau dieselbe Schreierei in der Anhörung und auch von Ihnen kam, das ist verfassungswidrig, das ist Teufelszeug. Und sie ist jetzt seit 2 Jahren in Kraft und sie funktioniert ganz gut. Es gibt keine öffentlichen Verlautbarungen. Es gab keine Klagewelle, so wie Sie das vorausgesagt haben. Und ich möchte, weil es sehr eindrücklich war, aus der Anhörung dann noch mal Professor Battes zitieren. Zitat: In diesem Saal gab es vor vielen Jahren, das ist bestimmt gut 20 Jahre her, auch eine Anhörung, bei der erstmals die Verfahrensquote, die jetzt verbessert werden soll, eingeführt worden ist. Ich war einer der wenigen, die das verteidigt haben. Und weiter, die Mehrheit, vor allen Dingen meiner Kollegen, der Juraprofessoren, hat gesagt, das ist Teufelswerk und verfassungswidrig, das kann es gar nicht geben. Es war für mich schon eine Freude zu sehen, dass mein Kollege Paap hier, jetzt, der nicht immer besonders fortschrittlich war, sagt er, aber das sollen die unter sich ausmachen, dass er jetzt eingelenkt ist und durch sein Praktikum am Bundesverfassungsgericht auch in Bezug auf andere Fragen aufgeschlossener ist. Und Herr Professor Battes sagt, und das glaube ich auch, wenn wir in 20 Jahren, wenn die Kolleginnen und Kollegen in 20 Jahren auf dieses Gesetz, auf diese Maßnahme zurückblicken, die werden sagen, dass das richtig ist. Denn es ist ein geeignetes Instrument. Und ich will dann auch noch mal die Zahlen, weil ich das eben als Beispiel genommen habe, aus dem Hochschulbereich. Wir haben die Situation, dass wir die Hälfte der Absolventinnen haben, die weiblich sind. Wir haben bei den Promotionen ein Absinken auf ein Drittel. Und wir haben bei den Habilitationen etwa 17%. Und wenn ich mir dann zum Beispiel mal eine sehr vorbildliche Verwaltungseinheit, die Finanzverwaltung, anschaue, dann haben wir im mittleren Dienst einen Frauenanteil von 70%, im gehobenen von 56% und im höheren Dienst 39%. Und das, was wir jetzt vorschlagen und wo Herr Paap in einem Gutachten sagt, dass es mit Artikel 3 Absatz 2 verfassungsfest zu begründen ist, ist eine Zielquote für die Bereiche, wo die Frauenquote, wo die Gleichstellung nicht erfüllt ist und nichts anderes. Und ich bin der Überzeugung, dass das in 20 Jahren als ein wichtiger Schritt für die Gleichstellung in diesem Land und darüber hinaus wahrgenommen wird. Es ist ein wichtiger Schritt um den Wettbewerb um die besten Köpfe. Es ist ein wichtiger Schritt auch, um den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Wir haben uns als Regierungsfraktion darauf verständigt, dass wir das Zeitwertkontenmodell im Landschaftsverband Rheinland auch dort für die Beamten öffnen, um zu evaluieren zu können, ob das auch ein Modell ist, was übertragen werden kann.
Und ich will ganz zum Schluss noch mal in Erinnerung rufen, weil Herr Kollege Lohn ja so getan hat, als wenn die CDU immer an der Seite des Beamtenbunds und den Gewerkschaften gestanden hätte. Sie sind umgegangen mit einer pauschalen Kürzung während Ihrer Regierungszeit, 1,5% Personalabbau, blind über alle hinweg. Da war nichts mit Schwerpunktsetzung, da war auch nichts mit Weiterentwicklung. Und wir haben hier immer wieder in den Haushaltsberatungen erlebt, dass insbesondere der Kollege Laschet einfach mal so in den Raum gepustet hat, macht das doch wie im Saarland, 10% der Stellen zu kürzen. Das wären mal eben 40.000 Stellen gewesen. So viel zu dem Thema, die CDU als Freund der Gewerkschaften und als Freund der Beamtinnen und Beamten in diesem Land. Ich bin der Überzeugung, das werden die Kolleginnen und Kollegen Ihnen auch nicht vergessen. Von daher bin ich ganz beruhigt. Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss. Ich möchte noch ein Dank loswerden, vor allen Dingen an die Kolleginnen und Kollegen in den Häusern, die den Regierungsfraktionen während der Verhandlungen zur Verfügung standen, die die Änderungswünsche, die wir formuliert haben, uns dabei unterstützt haben und natürlich bei einem 500-seitigen Gesetzeswerk mit einem Dialogprozess, der sich über mehrere Jahre hinzog. Das ist auch eine zusätzliche Belastung. Deswegen gilt mein Dank vor allen Dingen an die Häuser und an die Kolleginnen und Kollegen, die uns da unterstützt haben. Es ist ein wichtiger Schritt für einen moderneren, für einen attraktiveren öffentlichen Dienst im Wettbewerb um die besten Köpfe. Vielen Dank.